Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Okay, er hört dann dazu. Okay, das ist stille Post. Stille Post heißt, wir sind jetzt zum Beispiel 5 Leute. Das heißt, 5 Leute machen alle Shining Schnauze. Shining immer muten. Okay. So, das gleich wieder reden. So, stille Post. Jeder macht am Anfang eine Überschrift. Sein Thema. Dann wird das durchgemixelt. So quasi so ein Los. Und jeder kriegt dann ein Thema vom anderen. Zum Beispiel, ich krieg Sven, Falk kriegt meins und so weiter. Und zu dem Thema muss man dann was malen. Oha. Genau. Und zum Beispiel, ich habe jetzt Svens Thema gemalt. Und das, was ich gemalt habe, geht dann weiter an Veit. Und Veit sieht nicht mehr, was Sven geschrieben hat für eine Überschrift, sondern sieht nur mein Bild und muss dann den Text dazu schreiben. Das Ziel ist quasi, dass meine Überschrift zum Beispiel am Ende auch ungefähr wieder bei rauskommt. Also ist nicht unbedingt das Ziel, aber so ist das Prinzip. Und es ist, okay. Und einfach, es ist sonst witzig. Es ist einfach so eine, es ist ein Teamspiel, gibt keine Punkte oder so, keine Platzierung oder sonstiges. Also einfach... Mal gucken, jeder macht eine Überschrift, es geht, jeder kriegt danach ein Bild, danach geht es weiter mit Überschrift und geht einmal durch, bis jeder von einem anderen einmal dran war. Und dann am Ende wird es dann aufgelöst. Und wie lange hat man Zeit zu malen? 90 Sekunden um den Dreh. Okay, gut. So, Shining Unmuted, so. Goodie. Das waren auch schon die Regeln, also das, beim Spielen wird das sofort klar, also das ist sehr simpel. Okay, gut. Gut. Alle ready? Für die erste Runde? Wir sind doch nur 4. Ja, mach ich ja nichts. Erste Runde machen wir zu 4 und nächste Runde dann zu 5. Oder übernächste, je nachdem. Ich mach ja keinen Stress im Gegensatz. Okay. Ich mach auch keinen Stress, ich mach die Jungen nur Beine. Ja. Dafür zeichne ich Thumbnails. Okay, soll ich starten? Ja. Okidoki. Und let's go. Ostlaut. So, Überschrift. Übrigens nicht hier Stream snipen hier. Sonst macht ihr euch dann nur selber kaputt. Muss ich vom mir Spaß selber eine Geschichte auf? Ja. Überlegst du deine Überschrift. Aber nur eine Überschrift, ne? Dein Thema. Und man muss natürlich noch bedenken, einer muss das malen. Mhm. Also. Gut, ich hab meins. Ich bin unkreativ, aber egal. Komm mal fünf. Ich hab noch was hinbekommen. Nein, ich hab nur Leerzeit. Typisch, ey. Okay, Krieche. Wir müssen das alle zeichnen. Das, was du oben jetzt hast in weiß, das musst du jetzt zeichnen. Er spielt jetzt eine 10-Minuten-Runde komplett durch. Okay. Ja. Du musst das nur hinkriegen. Okay, gut. Genau. Dann schaue ich mir das mal bei euch eben an. Das ist weiß. Nimm es bitte an. So, ich hoffe, ich fange das Bild gut ein. Nein, ich wollte nicht einfärben. Was ich malen soll, ist halt ein Meme, was ich nicht verstehe, glaube ich. Ich schon, ich habe die Streams gesehen. Okay, tut mir leid, Falk. Ich glaube, das ist wahrscheinlich. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass er irgendwie angegriffen aussieht. Was meint man? Boah, das ist. Also, sicher ein einfaches Thema, aber ich weiß nicht, was so alles noch so. Nein, ich hab's falsch rum gezeichnet. Darf man denn sowas wie Namen dann
solange du nicht spoilerst, also wenn es irgendwie eine Hilfe ist oder so, ja. Ja, man kann die Überschrift halt nicht erraten, weil... Aber ich habe einen Teil falsch rumgemalt. Komm, das ist der Bringer hier. Komm jetzt. Habe ich Garlic Phone an? Oder habe ich wieder Fetti noch? Ne, habe ich. Garlic Phone. So. Meinst du dies? Das kann man nicht lesen. Ich bin verzweifelt. Ich bin fett geworden. Ich glaube, bei mir hängt der Stream. Ich mach den aus. Jetzt bist du dran. Dann hört man mich auch besser. Oh. Ihr habt das gemacht. Okay, Überschrift, Leute. Halbzeit, scheiße, ich habe noch nichts gemacht. Und bei mir stand ein Name. Also für mich ist das eindeutig, was ich da habe. War wow, für die Zeit. Boah, gerade noch. So, was ist das? Alter. Ja, ja, das war's halt. Denke ich mir auch. Also eigentlich soll es klappen. Was ich hier mal. Oh wie Gott, das ist jetzt schon furchtbar, es tut mir leid. Da steht ein Name. Jetzt verstehe ich mich noch weniger als gerade eben. Warte. Meinst du, Sisi? Das Dumme ist, derjenige, der Name, der wird mich hassen. Für das, was ich zeige, wenn er die Zeichnung sieht. Ey, das ist halt komplett scheiße. Der kriegt fast nur schwarz. Okay, ich denk jede Runde, ich muss mich bei Feind entschuldigen. Jedes Mal passen. Ich zeichne hier unter Zeitdruck. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich hoffe, ich kriege das hin. Was ist das? Hat irgendwer meine Zeichnung gehabt? Bestimmt, also jeder ist halt einmal dran bei jedem, ne? Also eigentlich kann schon sein. Okay, ich mal irgendwas, wo ich denke, es hat ein bisschen Zusammenhang. Das Dumme ist, bei meinem Thumbnail habe ich natürlich mehr Zeit zum Zeichnen. Ja, das ist der Spaßschein. Wie mache ich jetzt, dass der rennt? Dass der rennt? Okay. Ich weiß färben, ich hab's gerade eben versucht. Ja. Derjenige wird mich hassen. Boah, ey, das wird schwierig. Aber man weiß, es ist meine Zeichnung. Ja, sofort! Krieg den nie auf. So. Ja gut, Unter Zeitdruck krieg ich nichts hin. Ja, reicht. Reicht. Eindeutig. Oh Gott, das ist schlecht. Komm, ist nochmal eine Überschrift oder was das? Ich weiß es nicht. Einmal müssen noch, oder? Ich hoffe, ich hab's gut. Ja, alles was, okay. Machen wir mal so. Okay. Ready? Bei dem der Vorregen, da habe ich das super hingekriegt, auch Start. Wenn ich ein Zeichen falsch gemacht habe. So, Yannicks Thema. Shining Hust Beyblade. Das war doch dein Thema, okay. Ich hab nicht gesagt, ich hasse Beyblade, ich fand nur den einen Anime nicht so gut. Das ist geil gemacht. Beyblade. Ich hab nie gesagt, ich hasse es. Wow. Kann man das sagen? So ja, das, die Hälfte kann man. Halber Erfolg. Aber hat jemand wenigstens mein Bild erkennen können? Ja, das wann geht's jetzt? Okay, Svens Thema. Man öffnet Kühlschrank. Ha, ich hatte Sven am Anfang. Geil. Ja, Sven, pass mal auf hier. Boah. Ja, eindeutig. Krass. Okay. Ich hatte einmal den Trend Kühlschrank. Zum Kühlschrank. Oh. Okay. Ja? Noch spezifischer? Ich hab doch gesagt, er wird mich hassen. Ich war so unter Zeitdruck. Okay. Ein fröhlicher Junge fällt Brunnen. Das hatte ich nicht! Das hatte ich nicht! Das hatte ich als erstes.
Hallo, der ist doch nicht fröhlich. Doch, das ist zu lachen. Ja, das war, ich glaube jetzt, das ist das Problem. Der Baywatch hat gelitten. Ich dachte, es wäre so Strand und irgendwie so eine Badeaufsicht, der fällt runter vom Turm oder so. Ey, das ist doch ganz kein Grund. Aber ich bin nicht mit dem Karzug getroffen. Das ist geil. Falls man das sehen kann. Das ist geil. Ich weiß nicht, was ich als Thema Sven hatte. Sven macht Karzweib. Das hat ich auch nicht. Ah. Bitte ja, mein Bild. Ja! Das war cool. Ich hab dir extra sogar noch dieses Root-Zeichen. Ah, Meeting. Ja, ich dachte, das Ding so. Ja, ey. Ey. Oh, das sieht gut aus. Ey. Kann man da gerade nicht schlecht. Wie kommt das Among Us mit? So, Runde ist durch. Ich hab sogar noch extra hier, das ist verkackt dazu gezeichnet. Ist Mirko jetzt ready? Hm? Ich gehe einmal rüber, ich hau ihn rein. Das war lustig. Ich hau ihn. Finde ich auch witzig. Ich mach den Jungen jetzt Beine. Kann ich zumindest aufnehmen? Aufnehmen? Spiel, lässt du mich zumindest das machen? Ja, das müsste eigentlich gehen. Mein Internet funktioniert halt seit heute Morgen wirklich nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Meine Switch hat's irgendwie beim PC nur überladen. Mit Handy gar nicht. Sollte eigentlich gleich kommen. Okay. Dann warte ich noch kurz. Was ist mit Dave? Der kommt nicht. Vielleicht später, sonst nächstes Mal. Aber ich finde so die Hälfte kann man machen. Also immerhin. Mhm. Ich bin echt nicht auf dieses Kartenzweigen gekommen. Ich dachte mir nur so. Hast du da mein Bild vor Augen gehabt oder wie? Ja, Sven sieht dann dein Bild und dann muss er die Titel dazu schreiben. Ich habe Sven gemacht, wieder ausrastet mein Kartenzweigen. Weil er es wieder mal nicht hinbekommt. Ja, das ist auch schwierig. Was ist Baywatch eigentlich? Ich hab sogar extra noch gemacht, David, das ist dieses am Strand mit diesen roten Anzügen, Pamela Anderson, David Hasselhoff und so Rettungsschwimmer. Ist das ein Film? Rettungsschwimmer-Serie. Da, von damals. Gibt auch einen Film von. Ja. Okay. Ich dachte, musste halt an mir Baywatch denken, weil ich dachte, okay, weißt du, Strand und der hat was Rotes an. Ich dachte, das wäre so ein Sven. Du wusstest halt nicht, okay, mach dir jetzt auch so spezifisch auf einen oder allgemein? Das wusste ich nicht. Deswegen habe ich nur allgemein geschrieben. Aber das ist ja jetzt. Scheiße. Ist Sven eigentlich schon wieder da? Ich bin da, ja. Sven ist da. Sven ist wild. Was war da jetzt? Sven ist wild. Ich bin richtig wild. Oh Mann. Johnny, darf ich jetzt einmal abschlecken? Nein. Oh Mann, Shining. Ich hoffe, du meinst die Essensreste von deinem Teller. Oder das zumindest einmal an diesem Stiel da oben. Der war mir denn gerade? Warst du mir das in deinem Zimmer oder wo? Er sitzt vom PC, hat den Stream geguckt soweit, hat ihn aber jetzt auch gerade ausgemacht und hat eigentlich das Spiel gestartet, aber irgendwie... Wie Spiel gestartet, der muss doch nur auf den Link klicken. Ja, also so mache ich das ja auf den Link. Ich hatte gerade Internet, absolut kein Internet mehr. Achso. Das fängt genauso an wie bei CS und jetzt öffnet sich auch nichts mehr. Aber das ist doch gut. Wenn es mit CS so anfängt, heißt das noch ein paar Minuten, hast du richtig geiles Internet. So sieht's aus. Ach, warte, wir haben noch was vergessen, wo ich schon hier den Chat von Katari auf hatte. Sven, du hast was vergessen. Du? Ich kann da ja gar nichts sehen, weil ich nicht im Chat bin. Also. Ich hab ne Schwänzelweisheit eingelöst. Ne Schwänzelweisheit. Ich hab dir gestern gesagt, du sollst dir einen überlegen. Ja, weißt du, ich bin den ganzen Tag arbeiten, wie soll ich mir denn auch was überlegen? Wie eigentlich inzwischen. Schwänzelweisheit, keine Ahnung was. Boah, halt, bei zwei Tage? Ich hab's nur gelobt. Eigentlich hab ich das schon mehr, weil ich das ja später eingerichtet hab, aber. Ne? Schwänz? Jetzt sind sie alle gemutet. Mann, ey. Sven muss gerade eine Weisheit aus seinem Weisheitsbuch. Ja, muss ich mal eben was aus seinem Lexikon. Da guck ich schnell im Duden nach, irgendwas smart. Smart ist eine Definition oder so. So.
Ich nutze die kurze Pause. Wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Wir machen aktuell Gavikphone, ist quasi Stille Post mit Scribble gemixt. Haben wir jetzt eine Runde gespielt. Gleich kommt noch der fünfte hinzu. Der gute This is Pike, aka Mirko. Der hat allerdings noch ein paar Probleme, deswegen dauert es noch so 2 Minuten. Holt ihr was zu trinken. Hoffentlich geht es euch allen gut. Schönen Wochenendstart wünsche ich euch. Und mal gucken, was noch so für Quatsch gleich bei rumkommt. So, Mirko schafft es nicht mehr, weil sein PC irgendwie ständig Internet verliert. Ich habe es gerade angeguckt und schlimm. Okay. Dann machen wir weiter. Man kann ja so dazu kommen, bis es wieder gehen sollte. Genau. Mal gucken. Kann man es copy-pasten? Man kann es copy-pasten. Ihr könnt es vorschreiben. Falls das Shiny bekommen soll, tut mir leid. Mir tut's auch leid. Warum? Alter! Oh mein Gott! Wie war das? Oh Gott! Was krieg ich hier? Normale P90 aus. Warte. Shiny, nicht laut reden. Nicht das Spoilers. So, dann so. Ja? Hä? Wie soll man das zeichnen? Tut mir leid, Frank. Ich hab ne Idee, wie ich mein Zeichner. Ich hab jedes Mal noch bedürft, das zu entschuldigen. Mit Feinwald sagt. Was jedes Mal passt. Boah, wie soll ich das da bezeichnen? Das weiß ich schon mal. Aber. Hä? Hat das schon wieder Kackies. Darf man auch hier Sprechblasen machen? Ich halt eben ganz solange du nicht quasi spoilerst, also kannst du kannst so einen Hinweis da quasi machen, aber jo. Halt nicht das, was da oben steht in der Sprechblase einfach. Ich hoffe, ich habe das gut getroffen. So. Ah, so ein Kack hier, ey, das ist so schwierig. Friday. Sorry. Oh Mann. Da muss ich jetzt viel ausmalen. Gibt's irgendwie so ein. Ja, du hast der Farbeimer da. Ah, okay. Ja, mach ich später. Oh Gott, was ist das jetzt? Ist das. Das kann beides sein, ey. Ich hab mein Bild, glaube ich, verkackt. Ich glaube, ich hab meins auch verkackt. Ich wusste auch gar nicht, wie ich das wirklich zeichne. Nein, bitte nicht! Ich bin noch nicht fertig! Ja, besser wird's nicht mehr. Moment, ich muss noch einmalen! Oh mein Gott! Als ob ich jedes Gewehr auswendig aus dem Gedächtnis kann. Warte, was? Vor allen Dingen, wo ich kaum Shooter spiele. Oh, ich hab da Shiny meins. Schneller ging's nicht. Okay. Okay. Das ist ja easy. Ach Gott. Fertig. Das ist ja easy Snack. Hey, ich hab's Gefühl, dass ich gerade zeichnen muss, hat jemand anders gezeichnet. Oder zwei haben fast das gleiche Thema genommen. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Alter. Das passt immer noch. Okay, 2-2 von den Themen hier. Können wir mal was Allgemeines nehmen? Ich weiß nicht, wie das bei dem ist. So, das ist doch jetzt zusammen, oder? Ich kenne nicht von jedem den Hintergrund. Nein! Ich mache jetzt einfach ein Strichmännchen. So, und dann so, zack, zack, zack. Keine Ahnung, wie er aussieht. Zack. Hm? So, erstmal das. Uiui, das ist ganz schwierig. Theoretisch, das Thema ist meistens immer einfach, finde ich. Aber wie man es dann umsetzt, das ist das Schwierige, finde ich.
Kann man irgendwie füllen? Ah, ja. Ja, du hast den Eimer da, der zweite von rechts. Du kannst auch zurückgehen und vor, also eigentlich hast du alle Tools. Ah, oh, das ist, oh, das ist eine schlechte Zeichnung, es tut mir leid. Das tut mir leid. wie kann man das denn? Ja, das ist eh die letzte Runde, von daher es muss. Oh! Fall zurück. Die Tools wieder umstellen, das ist am schwierigsten. Komm. Ich habe jetzt immer noch keine Schwänzeweisheit gehört. Ah, ja! Halt, stopp! Nein! Rückgängig, wie geht man rückgängig? Einfach den Pfeil nach links. Eindeutig, Leute. Eindeutig. Da ist einer auffällig, okay. Die Hälfte hat's geschafft. Die andere Hälfte auf 10 Sekunden. Ich frag mich, wie gut ihr mein Ding gezeichnet habt. Super schein. Stimmt. Und ob einer ist überhaupt. Okay, ich hab Angst. Schlimm. Ich hab so verkackt. Goodie. Ich hab auch so verkackt. Also von Yannick. So, mein Thema. Sven ist Mr. Gutes Internet. Geil. Mal gucken, was Fadi draus gemacht hat. Sven Mr. Gutes Internet. Oha. Ja! Oh. Ich hab richtig geraten. Mit der Axt! Für erste perfekte Runde! Ich habe da ganz noch ein Thema, was voll ähnlich war, oder? Das hab ich überhaupt Telekom-Kundendienst macht Stress. Wenn ihr was Allgemeines nehmen, wenn ihr was untereinander nehmt. Also so Insider, das kann ich doch gar nicht verstehen. Den linken muss ich innerhalb von 10 Sekunden malen, das war voll stressig. Ich wollte eine Träne malen, aber die Träne ist ein bisschen daneben gegangen. Oh. Ich habe irgendwelche Begriffe aufgeschrieben. Mirko Telekom Internetprobleme. Ja, ist doch gut. Hey? Ach, du hast das umbenannt. Das war gemein gemacht. Ja, war so nice. Quasi zwei Themen durch. Mhm. Geil. So, gucken wir mal mit Shinings. Detektiv Def versus Grumi Channing. Ja, der Channing, ey. Aussprechen. Ah, ja, Svenny. Ja, sieh jetzt. Du kannst es auch einfach einfärben. Detective. Ja, wusste ich ja noch nicht. Auch gut. Ich hab den linken, ich hab's sofort erkannt. Ich hab den Hut vergessen. Ja, gute Runde. Nein, das bisher eine gute Runde. Halt, das darf mich immer zu Unrecht raus. B90 Ventrasch. Das hat oh. Ja. Oh nein. P90? Alter. Ja, das ist halt eher Among Us. Ventide. 3 von 4 ist aber auch gut, Leute. Ich wusste nicht, wie ich das zeichnen soll. Ich wusste ja nicht, dass es eine P90 sein sollte. Ja, ich weiß auch aus dem Gesicht aus, wie man eine P90 zeichnet. Nee, ich hab mir einfach noch gesagt, ich hoffe, Shining bekommt es nicht. Vor allem, das sah auch aus wie aus Among Us. Ich dachte, es muss Among Us so sein. So. Ja, es hieß hier P90 Ventrush. Dann dachte ich, der kommt bei Among Us aus dem Vent raus und hat auf einmal eine P90 in der Hand. Oh Mann. So, jetzt machen wir mal umgekehrt zuerst zeichnen. Mal gucken, was dann bei rumkommt. Oha. Und dann müssen wir das beschriften. Ja. So, Leute, have fun. Jetzt muss man eine Szene. Jetzt zeichne deine Szene. Ich habe mir keine überlegt, das ist jetzt belastend. Auch nicht. Scheiße. Was ich schreib sogar um und weiß nicht was. Mhm. Oh Gott, ey. Nee, das ist doof. Das ist doof, das muss größer. Oh Mann!
Da hat das wieder. Auch einen größeren Pinsel. Wieder umstellen. Ja, unten kannst du deine Stärke ja machen bei diesen Punkten da. Ah. So. Ja, schon müsste es klar sein eigentlich. Ja. So. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber ist okay. So. So. Nee, scheiße, das geht so nicht. Fertig. Nee. Oh Mann, ich. Okay, ich kann dich nochmal korrigieren, ich habe so wenig Zeit. Oh, Zeit ist echt schwierig. Nein, ich wollte nicht färben. Ich will eine Wolke zeichnen. Hm. Oh, das sieht aus wie ein Horrorfilm. Das sieht scheiße aus, ich tue. Ah! So, die beiden färben wir noch. Ja, Schnauze! Habt ihr weniger Zeit als ich? Nein. Ja, Shiny. Wir haben alle weniger Zeit als du. Ja, ich habe noch so ein Viertel Pizza. Ich habe das wenig Zeit. Das ist wenig Zeit. Oh mein Gott. Ah! Nein, falsch rum. Egal. Die Fehlfunktion funktioniert irgendwie nicht so ganz. Es tut mir leid. Oh Gott. Okay. Okay. Haben jetzt alle dasselbe Bild jetzt vor uns? Wer von euch kann so gut Kreise malen? Holy shit. Okay, ich bin's nicht. Ich auch nicht. Schön, dass die Reaktion war fast gleich. Mein Bild? Ja! Was ist das? Ich weiß nicht, was ich glaube, Sven hat meins. Ich hab Svens. Glaube ich. Nein, vertippelt. Sven, du wirst enttäuscht sein, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich sehe da irgendwie so ein paar Sachen. Nee, oh Gott, hä? Ich hab mich gespielt. Ich hab vergessen zu tippeln. Oh. Nee. Wow, Sven hat's kaputt gemacht. Okay, ob das das Ziel war, weiß ich nicht. Hoffentlich kann ich das hin. War eigentlich voll gut. War eigentlich voll gut hier. Ich bin's. Das sieht echt falsch aus. Aber das, was ich bekommen habe, das kann ich sehr gut darstellen. Halt, nee, das ist falsch. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr. Ich mache jetzt Dekoration, ich bin schon fertig. Nein, ich würde nicht schon wieder färben, Mensch. So. Wo ist der Ratze vom Müll, Alter? Oh Gott, wie sieht das Ding noch nein, aus? Nein, das Vieh muss doch viel kleiner sein. Oh. Ich glaube, niemand. Ich mach das ganz. Ich glaube, meins kommt nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe. Ah, nee. Oh, Scheiße, jetzt habe ich die Seite vertauscht. Ah, zurück. Ich glaube, so war das, glaube ich. Von was doch, ich will nicht färben. So. Reicht das? Oh, nee, ich bin so blöd. Das reicht. Geil. Oh, Mann. Und mir geht die Zeit davon. Ah! Nein, machen wir uns das einfach, Leute. Machen wir uns das einfach. Die sind nämlich. Die passen da gar nicht rein. Ich hab den Helm. Ja, ist gut, Zeit ist gut. Fertig. Komm, ich will das eine Auge noch hinbekommen. Ja. Das Vieh komplett verkackt, aber. Ja. Geil! Das ich hatte keine Zeit mehr mein zum bestes Werk bisher. Mein vorheriges war besser. Okay. Hilfe! Okay, ich bin echt gespannt. Warte, das ist leicht, das ist leicht. Das hat auf jeden Fall Yannick gezeichnet. Boah, danke schön. Klingt schon mal nach einem Lob. Tut mir leid, wenn es nicht so ist.
Das ist so einfach, das muss sein. Ich hoffe, das ist es. Wurden ihm die Arme abgeschnitten? Und wer malt diese krassen Kreise? Hä, wie macht ihr das? Oder macht ihr einfach ganz fett und macht dann... Ah, ich glaube, ich mach... Nee, ich mach Kreise. Also ich hab versucht, ein Pikmin-Bild zu zeichnen. Ich hab nicht fertig geschrieben, ich wusste nicht, was es ist. Okay. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt auch einen Insider gemacht. So. Bereit? Bereit. Ich kann es ja am Anfang erklären. Mein Bild war das hier. Was war das? Was war das, Janik? Ich hab keine Ahnung. Sven kommt zu spät, wollte ich zeichnen. Aber du hast so lange. Wow. Aber ich hab für dich so lange gebraucht, dass ich niemanden von uns mehr hingekriegt habe. Du hast diese wütenden Zeichen. Ich dachte mir so, du musst, glaube ich, mehr Zeit machen. Ja, aber das ist doch spannend. Wir so. Haben echt zu wenig das, Fall für die aber Bilder. Das ist doch spannend so. Ich hätte gar nichts nicht eingetragen. Nee. Wow. Wie geht's dann weiter? Das hab ich gerade eben bekommen. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben sollte. Was hast du? Das ist Pikmin! Achso, Shining, du hattest jetzt einfach ein leeres Feld gehabt oder deswegen hast du jetzt Pikmin gemalt, oder? Wie war das bei dir? Ah, okay. Sven hat richtig hart reingeschissen. Ich habe halt bei meinem Papi jetzt deutlich mehr Zeit. Mein Thema kam nicht an. Das ist kein Among Us-Bild. Mein Thema kam nicht an. Ich denke, du hast, glaube ich, auch mein zweites Bild bekommen. Okay, Sven. Okay, was war dein Thema? Ihr Sprung, also... Okay. Also und dann habe ich gut getroffen. Okay. Sprung vom 10 Meter Brett. Jo. Ich hab von der Höhe her geraten. Boah. Hat das einer nachgezeichnet? Ja, Veit war danach dran. Der hatte ja deinen Begriff dann und Veit hat dann das dazu gemalt. Und Janik, ich bin natürlich. Sprung easy. Also kann man easy. Ich hatte wirklich ein leeres Ding. Wie das leeres Ding? Ich hatte beim zweiten leer. Ja, weil Sven verkackt hat. Weil Sven nichts eingetippt hat, sonst hättest du Svens Begriff bekommen. Weil Sven aber nichts eingegeben hat, hattest du leer. Okay. Shining, was war dein Thema? Ich wollte einfach nur Leute, die sich begrüßen, malen. Ah, okay. Zwei Leute begrüßen sich. Kann man. Ja, nicht? Ich sag dir, das Erzbild habe ich deutlich besser hinbekommen. Ja. Ja. Warum ist ein so fett? Warum nicht? Verstehe. Besser sich begrüßen? Fragezeichen. Wenn, keine Sorge. Kam an. Tun wir mal so. Oh nein, ich hab keine. Okay. Ich hab versucht, ein Pikachu zu machen. Ja! Ah, okay. Also, was war das so? Der Thema Pikachu wird gefangen, oder? Wird eigentlich entsendet, aber... Ja, okay. Ich wieder eingefallen. Ist wieder eingefallen, Pikachu war nie in einem Pokéball drin. Ich hab ein bisschen anders gedacht. Ich dachte, Pikachu ist wieder aus dem Pokéball rausgekommen. Ich dachte, will nicht rein, weißt du? Will nicht gefangen werden, war mein Gedanke dazu. Ich hab mal zugezeichnet. Ja, hey! Halt... Ist gut, ist für dich gut. Sven hasst Elektro-Pokémon. Auch nicht schlecht. Ich dachte, das wäre von Sven. Ich dachte 100% das wäre von Sven gewesen. Ich dachte auch an Hass Elektro-Pokémon, aber ich hab's allgemein gemacht. Sven, man mag ich gerne Elektro-Pokémon. Schwätzebeißheit, Elektro-Pokémon zacken hart. Echt? Ja. Also magst du Pikachu nicht? Nee, nicht mehr. Luxra. Okay. Ist cool, aber ich mag's nicht mehr. Wow. Irgendwann einmal keinen Druck. Ich habe längere Zeit gemacht, also jetzt beschwert euch mich nicht. Okay. So. Wir müssen zeichnen einfach, ne? Genau, du musst wieder deinen Begriff zeichnen, was du dir im Kopf vorgestellt hast. Ja, ich versuche mir gerade vorzustellen, was ich zeichnen will. So, noch hast du Zeit, Sven. Tag. Bisher ist noch okay. Nein, das ist scheiße. Schon ist das scheiße. Ich hab verkackt. Du hast noch Zeit genug. Das war nicht. Davon Achtel. So. Jetzt. So. Janik. So schön.
Okay, ich muss mal was Neues ausdenken. Mein Thema wird eh nicht erraten. Okay. Was kann das sein? Ich bin noch nicht fertig. Naja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich verstehe dir auf jeden Fall viel Spaß. Okay. Machen wir es anders. Neues Thema. Muss da eigentlich so eine Szene sein oder kann es einfach nur ein Ding sein? Du musst ja irgendwas ausdenken. Man muss es da ran können. Was du genau oder machst, ist dir überlassen. Okay. Das erkennt man auf jeden Fall sofort, was ich zeichne. Das dachte ich mir auch und dann habe ich gemalt. Ich habe jetzt genügend Zeit, was Anständiges zu malen. Das ist viel zu viel Zeit. Kommt mir noch was Schönes bei rum. So, warte mal. Also, ich habe, das ist bisher gut. Also, der Teil ist gut. Der Teil nicht. Aber hey. Alter! Ich hab schon direkt das ganze Ding, du Dummes. Och, weil da unten schon wieder so eine winzig kleine Lücke ist. Das ist eine Winzlücke und dann macht er direkt das ganze Ding. Okay, jetzt brauche ich das da. Jetzt benutze ich das da nochmal. Zack. So, das halbe Bild ist fertig. Jetzt muss ich noch das zeichnen. Warte mal, warum habe ich den Hintergrund eigentlich schwarz? Das ist doch eine. Schein den nicht spoilern hier. Jetzt weiß ja jeder, was war's. Ah! Immer wieder vergesse ich's. Also, das wird viel zu detailliert hier. Ja. Detailreich. So. Ich wollte nicht das färben. Mhm. Ich wollte das färben. Man füllt. Oder du Pixel vergisst. Hier sind so weiße Ränder immer. Achso, ja. Ja. Jetzt will ich aber Leistung sehen, Leute. Hey. Wow, ich krieg's, wenn's jetzt. Okay. Also, ich habe abgegeben. Also, der wichtigste Teil ist nicht zu erkennen, aber der Rest. Ich hoffe, ich krieg die Sprechblase noch hin. Nein, falsche Farbe! Lass jetzt so, scheiß drauf. Ja, ist mir egal. Have fun. Da geben wir keine Mühe mehr. Das ist mega. Wow. Schnell. So, fertig. Ich hab mir Mühe gegeben. Was ist das denn? Also ich glaube, meins kann man relativ gut erkennen, aber es ist auch nicht. Meins auch. Meins ist eindeutig. Und es ist auch eindeutig, wer da gleiten musste. Aber was ist das? Wer da leiden musste? Ich glaube, ich hab deins. Aber ich weiß nicht, wer da leiden musste. Oh, doch, ich weiß, wer leiden musste. Ich sehe es ja gleich. So, fertig. So, wessen Bild darf ich jetzt noch verschönern? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding sein soll. Ja, ich sehe nur, was Yannick hat und der hat was Leichtes. Ja, warum? Du darfst also nicht den Stream schauen, scheinbar. Ich dachte, fühle euch erwähnt, man mich im Schild. Nein! Lass dich doch nicht spoilern hier! Was ist denn? Schummler. Der Schummler! Wie ein Scribble! Den Scribble habe ich gar nicht geschummelt. Ja, aber den Scribble sagst du auch immer, welches Genre und sowas alles. Das ist auch schon Schummel. Hilfe! Okay, das wird jetzt wild. Dafür brauche ich die Zeit. Oha! Ja, hey, das. Wer auch immer mir dieses Ding geschickt hat, ich hasse dich. Hä? Okay. Alter. Okay. Ich hab als Thema, ich weiß gar nicht mehr.
Oh Mann, jetzt muss ich lachen, toll fein. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Okay, jetzt, okay, das, ja. Der erkennt man. Alter, nochmal von vorne. Ich bin irgendwie zu blöd, um was zu malen. Aber von dem, was du da gerade eben von dir gegeben hast, denke ich mal, du hast mein Bild gehabt. Ich weiß es nicht. Nee, ich meine Sherpa. Ja. Der schwarze Hintergrund war auch noch da. Ich denke. Warum kann man nur solche Dinger? So. Ja, Leute, ich bin's. Doch? Oh Gott, wie sieht das aus? So. Ich muss gerade echt kurz in meinen Raum reingucken. Wo hast du? Ja, weil ich sonst Probleme hätte. Hast du den gelöscht? Oh Mann, ey, ich hab's gelöscht aus Versehen. Ach, das war jetzt scheiße. Musst du so lachen, dass ich gelöscht hab. Oh Mann. Das ist ja die Besten. Krieg ich das überhaupt zeitlich hin? Oh, scheinbar. Ah, jetzt bitte, ich bitte dich. Nee, das mach ich wieder weg. Ist das schlecht. Mach jetzt ein Strichmännchen da drauf. Grau, grau, grau. Ich hab immer diese Antwort gegeben. Wie gesagt, ich hasse dich. Okay. Fühl mich einfach angesprochen. Ich tu mal so. Das wird passen. So, wie mach ich den jetzt? Da haben sie ein kleines Zeichen diesmal. Aufgrund von Beschwerden. Nächste Runde mal wieder kürzer, das ist viel zu lang. Kommt mir gar nicht für Stresssituationen. Nee, ich finde das so gut. Ja, dann kann ich wenigstens anständige Bilder zeichnen. Ja, aber dann geht's gar nicht. Man kann so ein Viereck sogar machen. Okay, wow. Ja. Eindeutig! Wenn man den nicht erkennt, dann weiß ich auch nicht. Krieg ich noch ein zweites Auge hin bei dem Dude? Ja, so ungefähr. Verzeiht er, ja. Ich kann nicht mal die einfachsten Zeichnungen, ey. Ich bin grad so schlecht. Ich auch nicht. Ich meine, das war schon fast eine Schande für ein Pikachu. Vorhin. Ich musste meins angucken. Hast du Pikachu gemalt? Ja. Was ist passiert? Ich finde, mein Meisterwerk ist sehr witzig. Ich krieg's noch hin, ich krieg's noch hin. Ich möchte mich einmal für das Thema bedanken. Das ist super geworden. Also die wichtigsten Sachen habe ich gut gemacht. Der Rest ist einfach nur witzig. So. So. Eat Snack. Krallen. Viel zu viel Zeit. Verdammt! Ja. Schon wieder das Falsche getroffen. Oh, da hängst du noch nicht fertig. Mm. Ich werde theoretisch schon fertig, aber ich versuche das noch ein bisschen schöner zu machen. Ich schreibe mal zuerst, ne? Zu den beiden. Jo. Kannst du mal noch untersuchen. Nein! Ja. Nebenbei ist ja easy. Ja! Okay. Das mit dem. Das mit. Na! Hey, also, meine Team. Easy Snack. Yay! Ich hab mir mit dem Dino Mühe was? Gegeben. Oh, das könnte. okay. Jetzt so mit Geier hat mir den Dino geschickt. Also, ich wette, ein Thema haben wir auf jeden Fall durch.
Ich hab den Wald nicht hinbekommen. So, ich bin fertig. Ich kam da nicht hin. Drive for Fear. Lass noch mal ran. Ich hab keine Ahnung, was es sein soll. Goody. So, ich hoffe, ihr seid alle zufrieden. Als erstes gehabt. So. Leute, bedankt euch. Du warst das! Alter! Was für ein Fein. Wegen dir hatte ich den Mist. Ich wollte einen Wolf malen und dann dachte ich, das sieht nicht aus wie ein Wolf. Was mache ich jetzt? Ach, okay, ich mache irgendwie weiter. Ich habe mein Thema geändert währenddessen. Also bei mir ist da das alles anderes aus. Dinosaurier reiten und Pup im Wald. Es ja, kommt mein krasses Bild. Komm, ja, kommt hin. Finde ich gut. Godzilla musste aufs Klo und jemand freut sich. Nee. Zumindest der Code kam durch. Der Code kam durch. Ich das Monster. Sende ich als Erfolg. Oh Mann. Geil. So, was hat Svenny jetzt Thema Bild gehabt? Ah, den Banküberfall. Banküberfall. Ja, oh. Also bei der Runde, also als ich das am Ende hatte, habe ich mir gedacht. Nur ganz sich Raubüberfall an Bank. Ja. Er muss ja nämlich ausschmücken, das Thema wäre ja klar. Also einen haben wir durchgeführt. Wer hat das erkannt? Also ich hab... Wer hat mich da gekillt? Hm? Schwänzel tötet Schwinning hinterrücks und kaltblütig. Ja, so ungefähr. Ich wollte eigentlich, dass es einfach nur heißt, Schwänzel ist Verrat. Ach so. Ja, jetzt passt mal auf, Leute. Also ich hab's eindeutig hingekriegt. Ja? Hast du mir auch noch den Mittelfinger gezeigt? Herr Schwänzel, ne? Sven sticht Shining ab und zeigt ihm den Stinkefinger. Das ist gar nicht falsch geschrieben. Ich weiß nicht, was ich überhaupt gemalt habe. Kam durch, würde ich sagen. Aber das ja. Thema ist gut durchgekommen, ne? Schwänz verraten. Ich fände es aber auch immer geil, das Fragezeichen von Sven. Achso, ich weiß, was ich gemacht. Ich hätte was von langweilig. Das muss sein. Ey, das Bild war gut. Next. Ja, so. Ach, du hattest das? Alter, war halt relativ simpel. PlayStation mit Gammel-Controller. PlayStation ist ein Xbox-Controller. PS4. Ja. Ja. Komm durch. Also leicht das Thema, das einfach und das so schnell kommt. Warte, ich will mein Bild da haben. Ich wollte das haben. Für die Folge, wo uns Schwämmig verrät. Die kommt noch. Ja, das ist, muss ich. Die ist noch nicht passiert, aber sie wird noch kommen. Das weiß ich einfach. Sven träumt jeden Tag davon, mich zu verraten. Immer noch. Hat ja auch schon vor die King getan. Ja, du mich auch. Aber so. Ja, wie witzig. Hey, ich hab mir eine Geschichte ausgedacht. Du hast einfach nur gesagt, nee. Du hättest mich fast umgebracht. Du hättest mich fast umgebracht. Ich bin wegen dir gestorben. Du hast mich in den Kampf geschickt, der aussichtlos war, wo ich 7 Leben hatte. 7, Kollege. Wieder ich hätte dich wiederbeleben können. Nee. Wäre ein Leben gewesen und nicht 5. Falsch? Was? Machen wir es andersrum oder wieder so? Wir können es wieder andersrum machen. Ja, ist egal. Ist egal. Zeichnen, schreiben, zeichnen. Oh, wir können jetzt nochmal schreiben, zeichnen machen. Ja, okay. Wenn ich jetzt in dieses Album da gucke, habe ich da okay, auch. Okay, habt ihr alle schon Thema? Das ist... Okay, es wird jetzt belastend für den, der das zeichnen muss, aber ist mir egal. Ich habe noch kein Thema. Okay. Sag mal, wenn ihr ein Thema habt, dann drücke ich auf Start. Nee, schade, ich hab zu spät gedrückt. Ich hab ein Thema. Okay, Shining auch? Ja, nee, kannst du mir einen Screenshot dann schicken? Ja, mach ich. Von der einen Stelle, wo ich hier das Among Us-Bild gezeichnet habe, das will ich benutzen. Mhm. Schick ich dir. Muss mir nach dem Stream nochmal schreiben. Warte. Oder mach in Discord einfach mal eine Benachrichtigung, dass ich das nicht vergesse. Okay. Goodie, kriegen wir hin, oder? What the fuck?
gehen wir hin. Mit vorgeschlagenem Pferd zerstört ein Buch. Ich hätte irgendwas mit dem Mönch. Einhorn ist ein Eis. Ich überleg gerade. Hey, jetzt hab ich vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Nein! Fertig! Ich bin auch fertig. Das einer hinbekommen. Was denn? Wie soll ich das denn machen? Alter, wie soll man das denn machen? Ist doch nicht meins. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin. Keine Ahnung. Wer hat mein Bild? Wer hasst mich? Hast du mit Pflanzen zu tun? Ja. Ja, ich hab's. Mein Thema hasse ich auch. Haben die Blätter? Ich glaube schon. Ich hab Schönes im Zeichnen. Nee, das ist besser, oder? Ja, besser. Weil ich so gut zeichnen kann. Das wird eine super schöne. Man wird es dann erkennen. Yeah. Vielleicht auch nicht. So. So, das ist ein fettes Rennvieh dieses Mal. Na, man muss ja realistisch zeichnen. Ich versuch's. Das sieht nicht aus wie. Vergiss nicht, es muss sich aufregen. Kommt mehr als die Hälfte schon vorbei, ey. Oha. Oh, Hilfe, das ist wieder kürzer. Ja, ist wieder normal. Größenverhältnis spitze. Man, was machst du denn? So, jetzt die roten Bäckchen. Scheine ihn nicht verraten. Ich hab doch gar nicht gesagt, wer es ist. Ja, aber rote Bäckchen. Oh, ja, halt, stopp. Okay, Halbglatze macht nichts. Zeitdruck! Geil. Kann man eindeutig, oder, Leute? Auf grünem Hintergrund. Moment, ich muss noch eben kurz, Ich hoffe, ich liege richtig. Nein. Ich bin nicht fertig geworden, tut mir leid. Okay. Wer auch immer das gemalt hat, der hat's gemalt. Er hat da so viel geschrieben. Entschuldigung. Okay, was geht hier? Bin mal gespannt, wie das Thema. Okay, Finale. Wie oft er drankommt, ist der Wahnsinn. Mhm. Gott, jetzt muss ich den machen. Okay, das ist ja nur furchtbar. Na, schon schlecht. Jetzt kommt die Hölle. Obwohl, ist egal. Erstmal einen Teller. Soll ich mich einfach auf sofort muten, wenn ich meine Dinger hier zeichne? Hä? Achso. Salat. Shining. Ich war da. Ich versuche hier was Gutes zu zeichnen zur Abwechslung. Und wenn ich damit durchkomme, dann ist es ja. die beste Zeichnung, die ihr je gesehen habt. Pokémon-Fans werden mich jetzt hassen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Oh, der Halbkreis, der ist so schlimm.
Komm! Oh, ja. Also man erkennt sofort, aber sonst. Das, so wie ich es ausgesprochen habe, klang das so falsch. So, und wie kriege ich jetzt hin, dass er so und so aussieht? Ich hab's. Fahr einmal rein da, Yeet! Oh Gott, das ist ganz schlimm. Ja, halbwegs fertig. So, wer hat mein Bild bekommen? Goodie. Wovon, Johnny? So, mein Bild. Mein Sven kommt wieder zu spät. So, du warst das. Okay. Ich hab das so viel zugeschrieben. Ich wollte noch hinschreiben, Janik rastet noch aus. Sven? Ja? Wieso passt euch denn nur das Dio? Lass du dir aussuchen. Okay. Ich würde so eine Mischung aus beiden machen. Ja, bisher? Ich hab sehr. Sven verspätet sich wieder mal für den Livestream. Jo, Thema bisher durch. Thema kam durch. Geil. Nice. Aber der Vorspann war gut gemacht. So, ich will wissen, wer hat meine Gerne so. Hast die Svens inneres Pokémon. Ah, da hab ich ein schönes gezeichnet. Guck mal, das ist doch eine wunderschöne Zeichnung. Leider das falsche Pokémon. Leider das falsche Pokémon. Pikachu auf einer Wiese. Ey, aber das Pikachu ist gut, Leute. Ja, das ist gut, aber leider das falsche. Wiederhol den Satz nochmal. Ja, dass Pikachu kein Vierbeiner ist. Das waren zwei Beine, das hinten war ein Schweif. Sven, siehst du dich eher bei dem rechten? Ihr Bein. Eher bei dem rechten allerdings. Ah, ich wollte ein ganz anderes Pokémon haben. Ja, ich weiß Bescheid, ne? Ja, ja, ich weiß, welches du meinst. Hätte ich gewusst, hätte ich was anderes gemacht. Ah, okay. Ja, also das Thema Pokémon kommt durch, allerdings nicht richtig. Also halb. Genau. Halb. Okay, ja, halb. Eineinhalb. Das Pokémon ist, also habe ich Pikachu genommen und gehofft. Nee, bloß kein Leckerbock. Du hast das Ungeziefer an der Rose. Oh. Oh. Käfer. Es gibt nichts Nervigeres. Okay, ja, jetzt raub ich das. Käfer, Kundler mit Rosen. Kundler? Ich dachte so, okay, weißt du, geil, dass mein Job, ja, ich hab wow. Käfer entdeckt. Ich hab einfach so einen Käferkunden, einfach wie mit dem Vorstellen mit Rosen in der Hand gemalt. Halb, Leute. Ey, bei dem Burgerbild habe ich mich selbst übertroffen. Halb. Bei dem Bild von Schärfe habe ich mich wirklich gut selbst übertroffen. Easy Snack. Ich war so komplett überfordert. Ich dachte, das ist ein Sven, wo ich das Bild hatte. Ja, du bist am Essen. Das war so, okay, da kommt man auf Snack, weißt du? Aber ich denke echt, dass Janik das auch noch bekommen hat. Ey, das wird auf jeden Fall verbessert, Leute. Das habe ich auf jeden Fall verbessert. Stylischer, dicker Mann gönnt sich einen Burger. Das habe ich 100% verbessert. Pass auf. Das habe ich doch gut gezeichnet. Vielleicht kommt das Thema durch. Ja. Was Sven wird Reason? Weiß nicht, was ich mich erwartet habe. Ich dachte mir so, Moment mal, der hat mich gemalt, nur ein Dick. Das kann nicht sein. Vom Burger, ich wollte Leibniz-Keks machen und dann hatte ich einfach Cookie. Okay. Das war witzig. Ah, cool. So, machen wir noch eine spannende Runde. Komm, Geheimnis. Habt ihr ein Thema? Ja! Ist ein Naschel-Thema, okay, ich nicht. Nein. Mhm, aber nur keins. Okay, hab ein Thema. Ja, geil. Wow, jetzt geht's los. Ich hab auch einen. Dann muss ich ja nur so rum. Ob das einer hinkriegt, was ich mir da jetzt ausgedacht habe? Okay.
Jetzt wird's spannend. Oh. Kann man selbst nicht erleben, was man geschrieben hat? Das Geheimnis. Okay, ich hab mich verschrieben. Nochmal. Ich hab mich auch verschrieben. Ich hoffe, der hat das anständig copy-pasted. Ich hab das extra oben vorgeschrieben. Ja, da sieht man gar nichts. Nee, das ist beim Malen auch so. Das ist das auch ungefähr, aber nicht. Ja, wie soll man jetzt überhaupt wissen, was man malt? Ja, du musst ungefähr wissen, was du da machst. Du musst mit Taktik rangehen. Alter! Hä? Ja, RIP. Wie zeig ich nicht das denn? Oh Gott, hä? Warum ist hier alles schwarz? Ja, und warum verschwindet das? Ja, weil es man nicht sieht. Und am Ende ist es weiß. Also wenn du schwarz machst, dann ist es sichtbar nachher. Wenn du weiß machst, ist es nicht sichtbar. Man sieht auch selber nicht, was man zeichnet. Nee, deswegen heißt es ja auch Geheimnis der Modus. Ja, genau. Okay. Na gut, dann jetzt so. Ich hoffe, da habe ich das hingezeichnet. Ich habe so Angst. So, das, wo war jetzt der Kopf? Ah, wo habe ich den Kopf gelassen? Ich glaube hier irgendwie. Man muss jetzt minimal malen. Und jetzt blamier ich mich, es tut mir leid. Wie ging die nochmal? Ich versuche es jetzt einfach mal. Scheiße, wo hast du angefangen? Oh Gott, aus Film ist auf jeden Fall nicht mehr drin heute. Ich kann das nicht. Ich verzählt. Verzählt? Scheiße. Mann. Wie kommt man darauf? Auf das Thema. Okay, scheiße. RIP. Rückzug. Nochmal von vorne. Mega langes Thema. Okay, da war das. Sonst würde er ja nicht so ausrasten. Bei mir lenkt das auch wieder. Okay, scheiße, wo war jetzt der... Okay, zack, 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 zack. Das wird schon ungefähr so sein. Wo war jetzt mein... Oh Gott, wo hab ich den jetzt gemalt? Oh Mann. Ich sag einfach, ich bin fertig. Besser wird's, glaube ich, nicht. Und ich weiß nicht mal, ob ich's richtig gemalt habe, weil ich nicht sehen kann, wo ich gemalt hab. Ich hab sowas von falsch gemacht. Oh, stimmt, ich nehme ja die ganze Zeit auf. Ich kann das ja auch bei mir ausmachen. Er rückt nicht. Ja. Oh Mann, ey. Ich bin mal so gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Okay, ich bin auch fit. Wenn das 100 pro mein Bild. Ich bin jetzt so gespannt auf die Zeichnung, die ich da hier. Weil ich hab mir was ganz Abwegiges ausgedacht. Also ich hab's Gefühl, das kann nichts werden. Und ich hab das Wort von Yannick wahrscheinlich. Was? Ey! Also das ist was Einfaches. Ja, aber ich nicht. Was hast du denn da gemalt? Das frag ich mich auch gerade. Hä, was ist das? Ich sag einfach, das ist wieder das hier. Das genau so aussieht. Okay, was ist das? Was soll das? Ich hatte... Nein! Ich würde mal sagen, Yannick hat... So, müssen wir jetzt nochmal was zeichnen? So, jetzt nochmal zeichnen. Was? Wieso das denn zeichnen? Ja, okay, mein Thema ist... Ja, okay. Okay, kein Ding. Krieg ich hin. Ich fand den Modus sehr witzig. Okay, das war bestimmt zu weit. Das ist unmöglich. Wo war ich jetzt? Ja, ich bin raus. Ich bin raus, Leute. Ich bin raus. Wo hab ich denn jetzt angefangen? Das muss jetzt klappen. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich hab da ungefähr angefangen. Mhm. So. Das ist scheiße. Hab ich da gezeichnet? Ich weiß nicht, ob ich da gezeichnet habe. Oh Gott, Ich hoffe, ich bin fertig. Ich hoffe, ich bin fertig? Sven, was ist das denn? Da. Hoffe ich. Hey, warte mal. Ich kann nicht mehr. Aber witzig, aber Geheimnis finde ich witzig. Wer hat denn diese komischen Ideen gehabt? Das kann man am Ende auf jeden zutreffen, glaube ich, jetzt mittlerweile.
Oh ja. Ich bin mal gespannt, was jetzt da rumkommt. Fertig. Vor allem, ich weiß ja selber nicht, was ich gemacht habe. Also irgendjemand hat schon gefailt bei mir. Also ich weiß nicht, zeichnen ist so schon nicht meine Stärke, aber blind zeichnen. Ja. Also dass du nicht mal was siehst. Goodie. Jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal gespannt. Fighty macht einen Ace. Da musst du nicht, was machen soll. Ich habe komplett verloren. Jetzt bin ich mal gespannt, was Fighty gemacht hat. Ach, das war das? Ich dachte, das wäre wieder dieses komische Pinocchio-Ding. Easy, ja. Ich habe ein bisschen meine eigenen Zeichen reingekriegt. Vor allem, das hätte ich nicht hingekriegt. P90 Wendkill. Ich hatte wie die Linie. Der Thema ist noch da. Oh. Halb. 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 Sven hat höchstwahrscheinlich meinen Text gehabt. Das hätte er wirklich sich nicht so aufgeregt. Halb ist das. Okay. Mein Thema kam halb. P90 halb dran. Sven, du. Oh Mann, ey. Gott. Ich will nicht. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Das ist der Mittelfinger auch. Das ist natürlich ein P90. Ich meine, das ist eine Gummientel. Ich weiß nicht. Der Hintergrund ist Nuke. Das mit dem Elektro, weißt du? So diesen Elektrostrom und so. Ich glaube, da habe ich ein bisschen reingeschaut. Sven zeigt Janik den Mittelfinger. Ja, muss nicht dann zeichnen. Geil. Ich konnte blind halt nicht. Ich bin so jetzt gut runtergerutscht. Voll. Sven, trägst hier, wie nennt man die Dinger nochmal, die Fake-Haare? Perücke oder Toupee? Perücke. Das ist die Trumpen so. Ich wusste halt nicht mehr, wo der Kopf war. Kissenschlacht, ihr Mädchen. Alter, das war's nicht! Er ja, hat's richtig copy-pasted, ja! Ich ist dann gezeichnet. Oh, was hab ich dann gezeichnet? Ja, yeah, gut, ne? Schulfrei, easy. Ich wusste nicht, was das sein soll. Ja, ich wusste nicht, wie ich das meinen soll. Shining kam dein Thema durch? Schnell in die Hand malen. Danke schön für das tolle Thema. Ich wusste, dass Schmidt meint sein, weil er sich die ganze Zeit beschwert hat. Aber bei mir ist Tisch gedacht. Autounfall. Das muss ich zeichnen. Habe ich an Ort und Stelle gemalt? Oh Gott. Ey, das Auto ist gut, okay? Jetzt verstehe ich die Überschrift, die ich hatte. Bus? Auto? Keine Ahnung. Du hast deine eigene Überschrift bekommen, oder wie? Versuch das mal im Dunkeln. Ich hab drei Zacke mal, die wollen Autos pumpen. Wie kannst du so gut im Dunkeln zeichnen? Ja, das ist eindeutig gut. Ich wusste gar nicht, was das darstellen sollte. Ich hab einfach irgendwie geraten, wo das Auto, keine Ahnung. Ich hab einfach zwei Sachen, ich habe beides gemalt. Ich wollte eine Laterne machen, die eine Rampe bekommen hat. Okay, wie geil wird die Runde denn? Mach wieder normal, bitte. Ja, ich muss die Gassi gehen. Ich war voll verzweifelt. Achso. Meine Mutter kam schon so mal rein. Ah, okay. Ich dachte mir schon so, Alter, das kann ich sagen. Das war dann schlimm. Macht's gut, das war auf jeden Fall ultra lustig. Was wirklich. Okay, Fadi, schönen Abend noch. Ja, und euch auch. Macht's gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but heartbreak and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game.